Bei Familie Fischer. Mama Nicole und Tochter Anne sind zu Hause und Jack kommt gerade von der Schule. Hallo Jack, was habt ihr heute in Physik gemacht? Heute haben wir gelernt, wie das menschliche Auge aufgebaut ist. Kannst du mir das bitte erklären? Ja, das Auge ist ein Sinnesorgan, mit dem wir sehen können. Das Auge besteht aus einer Hornhaut, die das Auge vor äußeren Verletzungen schützt. Im Inneren des Auges befindet sich ein Glaskörper, in dem aber gelartiges Wasser ist. Dieser gibt dem Auge Stabilität. Am hinteren Ende des Augapfels befindet sich die Netzhaut, auf der das Bild abgebildet wird. Das Auge hat eine Sammellinse. Vor der Sammellinse ist eine Regenbogenhaut, auch Iris genannt, die die Größe der Pupille des Auges bestimmt. Wenn es hell ist, verkleinert sich die Pupille, sodass nicht zu viel Licht in das Auge fällt. Der Sehnerv leitet die Reize der Netzhaut an das Gehirn, welches die Reize dann verarbeitet. Das Licht trifft vom Gegenstand durch die Linse ins Auge. Dabei wird das Licht an der Linse gebrochen. Zur Konstruktion hilft die optische Achse und die Linsenebene. Um das Bild von Homer Simpsons zu konstruieren, zeichnen wir nun vom oberen Rand von Homer den Parallelstrahl, den Brennpunktstrahl und den Mittelpunktstrahl. Diese drei Strahlen treffen sich auf der Netzhaut. Nun haben wir also den oberen Rand von Homer Simpson abgebildet. Für den unteren Rand von Homer funktioniert das genauso. Das entstandene Bild auf der Netzhaut ist umgekehrt, seitenverkehrt und scharf. Das hast du aber prima gemacht. Ja, Mama, unsere Lehrerin hat uns das heute in einem tollen Trickfilm gezeigt.